vier Männern geschnappt, festgehalten und ich war nur am Brüllen gewesen. Wurde dann auf einen Stuhl gesetzt, mir wurde die Hose runtergerissen und ich war wirklich nur noch am Schreien und am Weinen, weil ich nicht wusste, was die machen. Weil als Kind, wenn man diese Skalpelle sieht und nicht weiß, um was es geht, stellt man sich alles vor. Ja, und als dann mir die Hose runtergerissen wurde und mein Onkel an meinen Penis ging und ja, Skalpell in die Hand nahm, ja, war ich eigentlich nur noch wie im Schockzustand gewesen. Es lief ab dem Moment nur noch wie im Film. Ich sah nur noch, wie er eben diesen Schnitt angelegt hat und alles voller Blut war und die Männer auch lachten, weil ich mich angeblich angestellt hätte. Es wäre doch alles nicht so schlimm und wenn man als kleines Kind eben auf diesem Stuhl sitzt und sieht, dass man da unten blutet und hat diesen Schmerz ohne Betäubung, man wird noch ausgelacht, das ist ein traumatisches Erlebnis. Der Mythos oder die Idee, dass beide Kinder weniger schmerzempfindlich sind, ist wissenschaftlich völlig ad absurdum geführt. Sie haben sogar weniger Gegenregulationsmöglichkeiten, also sie sind dem Schmerz sozusagen mehr ausgeliefert, weil sie nicht kognitiv und emotional und mit entsprechenden Hormonen gegensteuern können. Man sieht es dann sehr oft auch, dass die einfach dann wirklich komatös sind am Ende so eines Eingriffs. Also es wird interpretiert als eine totale Ruhe und Gelassenheit. In Wirklichkeit ist das Kind quasi im Koma, kann man sagen, so bewusstlos geworden durch diese enorme Stressreaktion des Körpers. Es gibt gute Messungen, Herzfrequenz, Atemfrequenz und eben auch Stresshormone im Blut, die gemessen wurden. Bei mir war das im Volksschulalter, wurde in einem Krankenhaus durchgeführt, aber unter Narkose. Hauptsächlich sind bei mir die Schlafstörungen, die ich immer wieder hatte und Albträume. Und vor allem diese Gedanken, warum schaue ich jetzt anders aus? Vor allem in der Schule, in der Klasse, Sportunterricht und ähnliches. Hat man wirklich ständig wird man daran erinnert, dass da jetzt was passiert ist. Und man kann sich auch als Kind lange Zeit keinen Reim drauf machen, was da passiert ist. Und die Eltern waren und sind auch heute nicht kooperativ in dieser Frage. Manche Männer fühlen sich nach Beschneidungen, und das müssen gar nicht rituelle Beschneidungen sein, das können auch medizinisch indizierte Beschneidungen sein, verstümmelt. Das heißt, sie sind Unzufriedenheit mit dem Aussehen, sie glauben nicht mehr Mann genug zu sein. Im Erwachsenenalter haben wir so eben diese Ängste in verschiedenster Form, Vertrauensverlust, Misstrauen, generelles Misstrauen, Probleme in der Kommunikation mit Frauen, in der Sexualität mit Frauen. Vorhaut ist eigentlich der sensibelste Teil des männlichen Genitals mit einer extrem hohen Zahl an Nervenendigungen, wenn man sich es feingeweblich ansieht. Und es sind nämlich auch ganz spezielle Nervenendigungen und neurologische Körperchen, die hier in der Schleimhaut der Vorhaut sitzen, die dann komplett fehlen, weil die hat die Eichel zum Beispiel nicht, diese Sensibilität. Das ist einmal der Aspekt der Erregungszone sozusagen. Und natürlich fehlt dann eine Abdeckung der Eichel, das heißt, die wird weniger empfindlich, die wird mit Plattenepithel dann überzogen. Selbstbefriedigung funktioniert ohne Gleitmittel nicht, weil das ist auf Dauer dann schmerzhaft. Wird man dann selber auch direkt aufhören. Also muss man Cremes, Lotions, Gleitmittel oder was immer zur Hand ist, dann auch nehmen, um das Elementarste überhaupt an sich selber ausführen zu können. Bei Praktiken wie Oralverkehr wird es auch sehr schwierig, überhaupt zum Orgasmus zu kommen. Es gab Untersuchungen schon Ende der 90er Jahre in Amerika, wo man eben Frauen befragt hat, die beide Arten von Geschlechtspartnern hatten, Beschnittene, Nichtbeschnittene, und da war eindeutig der Trend dahingehend, dass der Geschlechtsverkehr mit nichtbeschnittenen Männern angenehmer und Anführungsstrichen war, einfach weil offensichtlich diese Reibung zwischen Haut und Schleimhaut der Frau dann eben nicht schmerzhaft ist. Was halt sehr schwerwiegend ist, als Homosexueller zum Beispiel, wenn ich Sex mit anderen Männern mache, mache ich Safer-Sex. Dazu gehört nun mal ein Kondom. Und mit diesem Kondom empfinde ich aber überhaupt nichts dabei. Ich finde es auch wichtig, diese Sachen mal anzusprechen, weil es einfach viele Männer nicht tun. Innerhalb der muslimischen Community wird darüber diskutiert. Und es gibt auch eine Menge Männer, die vor allem selber beschnitten wurden und das negativ empfunden haben, die sich sicher nach Möglichkeiten umgesehen haben, lange Zeit, um das ihren eigenen Söhnen nicht mehr antun zu müssen.
Ich denke, dass der Angriff auf die Religionsfreiheit bei den Säuglingen und Kleinkindern stattfindet, weil gerade diese Menschen können nicht entscheiden, ob sie beschnitten werden wollen, ob sie einer Religionsgemeinschaft zugehörig sein wollen oder nicht. Also niemand in einer aufgeklärten Gesellschaft würde ein Zwangsritual an Erwachsenen akzeptieren wollen. Warum dann bei Kindern? Das sind alte Bräuche und Rituale, die einfach überhaupt nicht notwendig sind. Wir sind im 21. Jahrhundert angekommen. Es ist immer ein Zugehörigkeitsgefühl, eine Markierung als Zugehörigkeit zum Islam oder auch zum Judentum. Es werden natürlich auch die Fanatiker sich intensiv zu Wort melden, das ist bedauerlich. Denen geht es natürlich nicht um die Kinder, sondern um die Stärkung ihrer Macht und die Einzementierung ihrer Macht und die Abhängigkeit ihrer Gruppierung. Aber da, glaube ich, ist die Gruppe der Vernünftigen einfach größer mittlerweile. Also dann würde ich schon den Schutz der Kinder als Priorität sehen und das entsprechend regeln, dass es eben nicht erlaubt ist bei Kindern ohne medizinische Indikation. Noch dazu, was für mich eigentlich der größte Faktor ist, dass es ohne Narkose gemacht wird. Man sollte eine Beschneidung, weil sie doch ein irreversibler Eingriff ist, zu einem Zeitpunkt machen, wo ein Mann selbst darüber entscheiden kann und das Alter, das ich hier für mir vorstellen könnte, wäre 18. Dass Religionsvertreter so aggressiv reagieren, hat ja auch genau diese Gründe. Sie wollen ja innerhalb der muslimischen Community die Befürworter der Beschneidung stärken, was ihnen vermutlich langfristig nicht gelingen wird, weil es kein einziges sachliches, gutes Argument für die Beschneidung im Kindesalter gibt. Und uns geht es ja eigentlich auch nur ums Kindesalter. Wer im Erwachsenenalter sich beschneiden lässt, kann es tun. Wer sich piercen lassen will, kann es tun. Steht jedem frei, nur nicht einem Kind.